Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Video, was ich bis jetzt nur ein einziges Mal gemacht habe, nämlich mit den Dünen-Skins von dem Film The Dune oder The Dune oder wie auch immer. Und das ist halt, ich bin nicht immer da, wenn die Leaks kommen, wenn brandneue Leaks kommen, aber ich wurde bei Zeiten rechtzeitig informiert und deswegen kann ich auch jetzt auf spontan dieses Video hochladen, weil die Sachen geleakt worden ist. Also, wir haben Marsha, die weibliche Marshmallow, die ich glaube ich gefühlt vor Jahren schon gesehen habe, dass die jemand in einem Konzept hochgeladen hat. Und dann habe ich gesagt, wenn irgendwann eine weibliche Marshmallow rauskommt, das wird Next Level. Weibliche Marshmallow, oh mein Gott. Und dann bekommen wir den Marshinobi. Marshinobi ist sozusagen der Anime Marshmallow. Also einmal eine weibliche, dann haben wir den Standard Marshmallow, also eine männliche, und dann den Cartoon, nicht Cartoon, also Anime, also ihr wisst, was ich meine. Das ist der Marshinobi. Dann haben wir den Tanz Maximum Bounce, also Maximum Bones oder wie auch immer. Dann die Also der Tanz ist für beide Skins. Also der Tanz ist für beide Skins. Das Backbling Mella ist von Marsha. Das Backbling. Dann Shockwave Blades ist das Backbling von Marshinobi. Die Pickaxe von Marshinobi ist The Shockwave Blade. Ergibt ja auch Sinn. Ist dann die Spitzhacke von dem. Und die Spitzhacke von Marsha ist dann Mellow Claw. Mellow Claw, Klö, Claw, egal wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall sind auf jeden Fall geile Items. Geile, geile Items. Machen wir weiter. So sieht der Anime-Marshmallow sieht dann so aus im Hintergrund. Dann die Dings. Die weibliche Marshmallow hat ein Tarnfarben Goldstyle. Also fühle ich, ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann hier der Standardstil in Weiß. Natürlich alles Ikonenreihe. Muss ja sein. Dann gibt es den Skin auch in, glaube ich, reaktiv, den Anime Marshmallow gibt es in reaktiv, glaube ich. Und da, also, das kann sein. Oder da hat jemand nur mit dem Kontrast geändert und ein bisschen dunkler gemacht. Kann auch sein, aber kann auch sein, dass er reaktiv ist. Das werden wir im Item Shop Video heute Abend sehen. Also schaltet alle ein. Und ja, dann hier das komplette Bundle. So wird das Bundle aussehen, wenn es im Item Shop ist. Zwei Ikonenskins, ein Tanz, zwei Backblings, zwei Pickaxes. Klingt doch stabil und richtig und wichtig. Kann man sagen. Ist ein stabile, ja, stabile Sache, kann man machen. Kann man tatsächlich machen. Okay. Dann, ja, wäre es das mit dem Video gewesen? Ich würde dann sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls das euch gefallen haben sollte. Schreibt gerne rein, welchen der beiden Skins ihr persönlich lieber mögt. Welchen feiert ihr mehr? Den Anime-Cartoon-Style-Typi oder die weibliche? Also sozusagen der OG-Skin nur in weiblich. Also wisst ihr, die Pickaxes fühle ich absolut gar nicht. So weste, aber der Skin, Mashallah. Also der knallt schon ordentlich rein. Also
Nur so im Voraus. Ich hätte den Skin gerne. Also wenn ein Ehrensupporter mir einen Gefallen tun will, Kuss geht an der Stelle raus. Wenn nicht, kaufe ich mir ihn auch einfach selber. Ich muss dann ein bisschen Geld zusammenkratzen, noch irgendwie aus meinen letzten Rippen und Gedärmen und allem, aber ich werde mir den Skin auf jeden Fall holen. Zumindest den weiblichen, weil der ist richtig, richtig fresh. Ob der andere mit dazu kommt, schwierig, muss man mal gucken, aber ich bin auf jeden Fall am Start und wollte euch nur informieren. Also deswegen bis dann. Erst einmal Kuss an alle, Like und Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Lucifer, bis dann.